zeige ich heute, wie ihr euch am Tag über 30 Titanic Presents erfarmen könnt in Pets Otter 99. Denn Leute, seit dem neuen Pets Otter 99 Update, was gleichzeitig das Christmas Update Part 2 war, kamen ein paar neue Sachen aus, die ziemlich wild sind. Und die euch auch erstmal sehr dabei helfen werden, Titanic Presents zu bekommen. Aber falls ihr euch fragt, was bringen mir denn überhaupt Titanic Gifts? Ganz einfach, Leute. Wenn ihr ein so ein Titanic Gift habt, könnt ihr das für mindestens 500.000 Gems verkaufen und 3 Millionen Gems wären schon ein Huge Pet. Das bedeutet, ihr bräuchtet nur 6 Titanic Geschenke, die ihr in der Trading Plaza verkauft, jeweils 500.000 Gems, um ein Huge Pet euch zu erkaufen. Und ich meine, im pessimistischen Fall braucht ihr für diese 6 Geschenke 6 Stunden Farmen. Was aber realistisch gesehen euch ungefähr 3 bis 4 Stunden Farmen brauchen wird. Das heißt, ihr kriegt alle 3 bis 4 Stunden mit dieser Methode spätestens ein Huge Pet. Ihr könnt außerdem noch mal ein Titanic Geschenk öffnen. Da werdet ihr sehen, da gibt es halt nichts krasses. Ihr könnt halt in der Theorie ein Titanic Pet draus bekommen. Ein Huge Johnny Narwhal. Aber was ihr bekommen werdet, ist wahrscheinlich Trash, genauso wie ich. Halt ein paar Bücher, halt ein paar Tränke, ein paar Boosts, ein paar Früchte und jetzt noch ein paar Trash Pets. Wir fangen tatsächlich mit dem Santa Paws an. Der ist hier gerade noch nicht. Der kommt um Punkt 16 Uhr, 17 Uhr, 18 Uhr, also jede Stunde, wenn der Minutenzeiger auf 0 ist. Und sobald er gleich erstmal kommt, werdet ihr sehen, wie OP der ist. Also ich meine, ich habe jetzt wortwörtlich durch den Santa Paws nach dem Buff, der, falls ihr noch nicht wusstet, der war ultra schlecht beim Release des Christmas Updates Part 2, aber mittlerweile wurde er gebufft und seitdem ist er halt wirklich stark. Ich meine, ich habe wortwörtlich einen Charmstone durch ihn bekommen, mehrere x große Geschenke und halt so ziemlich immer mindestens 30 kleine Geschenke, was mindestens ein Legendary Geschenk ist. Das ist auf jeden Fall sehr nice. Deswegen lohnt sich das immer, den Santa Paws jede Stunde mitzunehmen. Vor allem, weil es auch Leute gibt, die halt wortwörtlich Titanic Presents von ihm auch bekommen haben. Deswegen vergesst den wirklich nicht. Vor allem braucht ihr nur 6 Minuten, um das Santa Paws Event durchzuspielen. Aber wir warten ganz kurz, bis er erstmal wieder da ist. Okay, Leute, das ist der Santa Paws erstmal. Das Santa Slay Event beginnt jetzt erstmal. Ihr seht dort oben erstmal den Santa Paws mit seinem Rudolf erstmal hierhin hoverboarden. Und wenn ihr erstmal darunter schaut, werdet ihr sehen, er droppt erstmal hier ein paar Collectibles, ein paar Lootbags. Wir haben gerade zum Beispiel 3 kleine Weihnachtsgeschirr bekommen. Das ist sogar ziemlich gut. Denn diese bekommt ihr sehr, sehr oft. Und natürlich sind die halt gut, ne? Weil davor, vor dem Patch, vor dem Buff, habt ihr echt kaum Presents bekommen durch den Santa Paws. Ich meine, ich habe, glaube ich, wirklich durch den ganzen Santa Paws vielleicht einen einzigen epischen Present bekommen. Mehr nicht. Und halt natürlich die ganze Zeit Früchte. Gerade auch ein paar Früchte. Das ist aber an sich Unluck. Normalerweise kriegt man halt wirklich viel bessere Sachen. Ich meine, ich habe sogar einen Charmstone bekommen oder x große Geschenke. Deswegen, es hat sich zum Glück geändert, was der Santa Paws droppt. Da haben wir zum Beispiel unser erstes mittleres Present. Außerdem spawnt hier random ein Lebkuchen aus. Aber das können wir direkt auch schon mal abhaken, wenn wir beim Santa Paws sind. Lebkuchenhäuser sind auch einer der Gründe, die euch extrem viele Presents geben. Ich habe zwar gerade nur 2 mittlere bekommen, an sich kriegt man aber schon öfter Titanic Presents oder halt sogar 3 mittlere Weihnachtsgeschenke. Sehr nice. Aber es geht generell darum, dass Gingerbread-Häuser sogar ziemlich oft entweder X-Große, diese Legendary-Geschenke oder sogar Titanic-Geschenke droppen. Das passiert wirklich oft. Es kommt halt immer nur drauf an, wie weit ihr auf der Map seid. Wenn ihr in der letzten Area farmt und in der letzten Area erstmal ein Gingerbread House spawnt, dann kriegt ihr häufiger Titanic Presents, als wenn ihr zum Beispiel in Area 20 ein Gingerbread House kaputt macht. Deswegen ist es auch tatsächlich ziemlich hilfreich, wenn ihr auf Farming-Servern spielt. Das bedeutet Server, wo Leute nur in der letzten Area sind. Oder natürlich auf Privatservern spielt. Also wenn ihr wirklich AFK nachts farmen wollt und die meiste Anzahl an Presents bekommen wollt, versucht wirklich einen Farming-Server von irgendeiner Person zu finden. Oder benutzt euren eigenen Privatserver. Außerdem haben wir wieder erstmal 3 mittlere Geschenke bekommen. Sehr nice. Leider bisher aber kein Legendary. Auf jeden Fall mehr als genug, um ein Legendary mindestens zu ercraften. Ich glaube sogar 2 zu ercraften. Aber trotzdem leider an sich kein Legendary bisher gedroppt bekommen. Aber wobei tatsächlich der Santa Paws auch super einem hilft, ist für die sammeln so und so viele Gems-Quests, die ja hier rechts ab und zu sind. Weil die Gembeutel, die sind insgesamt locker bei 10.000 Gems, wenn nicht sogar mehr, die ihr durch den Santa Paws bekommen. Allein durch die Lootbags. Und damit kriegt ihr tatsächlich sogar den Level 12er Earn Gems Quest ziemlich easy hin. Auch wenn 12.000 Gems eigentlich auch nicht sehr viel sind zum Erfarmen. Ich glaube, 3 Minuten Maximum wäre das in der besten Area. Aber trotzdem, es hilft auf jeden Fall. Und das Ding ist halt, ihr könnt nicht nur Lootbags oder Charmstones oder sowas durch den Santa Paws bekommen, sondern halt auch den Huge Jolly Narwhal. Und ich meine, allein wegen dem Huge lohnt sich das schon, den Santa Paws jede Stunde mitzunehmen. Auch wenn ihr mathematisch gesehen sehr wahrscheinlich keinen Huge bekommen werdet, lohnt sich das halt, wie gesagt, trotzdem. Wenn ihr habt die Chance,
Chance auf ein Huge und plus nochmal, ihr kriegt ziemlich gut andere Items. Crystal Keys, Potions und was weiß ich nicht alles, kriegt ihr ja ziemlich gut durch den Center Post. Ich habe jetzt zum Beispiel nicht krass viel Glück gehabt, wie offscreen, aber trotzdem an sich ziemlich ordentlich, was ich an sich bekommen habe. Ich meine, wenn wir kurz zum Spawn wieder gehen, wenn wir sehen, ich kann locker mir mindestens ein X großes jetzt wieder craften. Da wir können erstmal 66 kleine Geschenke zusammen craften und dann nochmal 36 mittlere Geschenke. Da haben wir erstmal 10 große Weihnachtsgeschenke. Damit habe ich erstmal schon mal fast einen weiteren Titanic. Da seht ihr es, 4x große. Auf jeden Fall, wenn ich noch einen Titanic, dann hätte ich sogar einen weiteren Titanic. Was ihr außerhalb vom Center Post auch noch machen könnt, ist erstmal den Adventskalender abholen. Dort gibt es ziemlich viele Sachen, die ihr daraus bekommt. Tatsächlich auch ziemlich viele Presents, wenn wir ehrlich sind. Weil die Quest 99% der Zeit einfach nur hätte so und so viele Eggs, mach so und so viele Dinger kaputt, Collectibles kaputt oder mach so und so viele Zuckerstein kaputt oder mach so und so viele Gingerbread Häuser kaputt. Das bedeutet, beinahe alles kann man einfach AFK machen von den Quests. Und ich meine, 17 Presents einfach so nebenbei zu farmen, ist schon ordentlich. Oder auch zum Beispiel einen Christmas Booth oder halt einen Ruderfarberbot einfach so nebenbei sich zu erfarmen, ist schon ordentlich. Deswegen, den würde ich auch nicht vergessen. Der resettet sich, beziehungsweise eine neue Quest halt kommt immer um 18 Uhr raus. Deswegen, es lohnt sich auf jeden Fall erstmal, das Adventskalender jedes Mal zu machen. Außerdem könnt ihr auch in der Theorie erstmal den Elf on the Shelf jeden Tag mitnehmen. Wobei der sich aber nicht wirklich so sehr lohnt. Der ist zum Beispiel heute in Area 29 hier oben. Den können wir erstmal abholen. Aber ihr seht, ich habe nur ein kleines Geschenk bekommen. Deswegen lohnt er sich, glaube ich, wirklich nicht so sehr. Weil ich habe bisher nichts Besseres von ihm bekommen, außer mittlere. Einmal habe ich ein mittleres bekommen. Deren Rest war halt wirklich nur kleine Geschenke. Deswegen, der lohnt sich nicht unbedingt. Was bedeutet, dass ihr den sogar skippen könnt? Sage ich ehrlich, ihr könnt wirklich den Elf on the Shelf jeden Tag skippen, weil bringt einem wirklich nicht viel. Aber jetzt kommen wir erstmal zur Methode, mit der ihr zu 100% pro Stunde mindestens ein Titanic-Gift bekommen könnt. Für die Methode wollt ihr erstmal in die beste Area gehen und in der dann erstmal einfach farmen. Mehr wollt ihr in der Area nicht machen. Ihr wollt einfach nur so viele Collectibles so schnell es geht abbauen, damit ihr so viele Drops, wie es nur geht, bekommen könnt. Damit ihr auch so viele Geschenke wie möglich bekommen könnt. Was ihr dafür machen könnt, ist halt natürlich einmal ein sehr großes Inventar an Huge Pets und Exclusive Pets zu haben. Am besten wäre halt, wenn ihr irgendwelche Huge Pets habt, die Rainbow oder so sind. Plus nochmal Exclusive Pets habt, die Gold, Rainbow oder Shiny sind. Oder halt Gold, Shiny oder Rainbow, Shiny sind. Das wäre der Idealfall. Danach wollt ihr erstmal zu euren Enchants gehen. Ein Magnet 3 Buch reinwerfen. 2 Criticals Bücher reinwerfen. Am besten beide Criticals 6. Dann erstmal ein Chess Mimic Buch reinwerfen. Und 3 Schatzjäger Bücher. Warum ein Chess Mimic Buch ist übrigens ganz einfach. Nämlich, wenn ihr erstmal eine Kiste abbaut durch den Chess Mimic Buch, habt ihr die Chance, wie hier zum Beispiel, ein kleines Geschenk zu bekommen. Manchmal natürlich auch große, large, X-Large oder auch sogar Titanic-Geschenke. Und das ist halt wortwörtlich bei den kleinen Kisten so, die ihr durch den Chess Mimic spawnt. Am besten wäre natürlich, wenn ihr sogar 2 Chess Mimic Bücher reinmachen würdet und dann halt ein Treasure Hunter Buch weniger reinwerfen würdet. Das wäre auf jeden Fall besser. Das Ding ist, es gibt ja ansonsten nochmal das Lucky Block Buch. Das Problem beim Lucky Block Buch ist aber, dass die Lucky Blocks in gar keiner Art und Weise mit gar keinem Prozentsatz kleine Geschenke droppen. Ich meine, wir können das kurz ausprobieren, aber ich habe das schon mehr als genug ausprobiert. Kein Lucky Block, der spawnt, droppt euch Geschenke, nicht mal kleine Geschenke. Da ist zum Beispiel wieder ein Lucky Block, wenn ich den kurz abbaue, seht ihr, ich bekomme viele Lootbags, wovon dann halt einer ein Diamonds-Trank war und der Rest halt irgendwie 100 Gems oder sowas. Deswegen, Lucky Blöcke lohnen sich halt wirklich nicht. Es lohnt sich halt wirklich viel mehr anstelle von den Lucky Block Büchern dann erstmal Treasure Hunter Bücher reinzuwerfen. In der Theorie könnt ihr auch erstmal Diamonds Bücher reinwerfen. Das Problem ist halt nur, dass ihr maximal mit allen Boostern ungefähr 340.000 Gems pro Stunde euch erfarmen könnt. Und wenn ihr halt die Bücher rauslasst, bekommt ihr trotzdem ungefähr 280.000 bis 260.000 Gems pro Stunde. Nur, dass ihr dann halt, wenn ihr Treasure Hunter Bücher reinwerft, anstelle von den Gem- oder Fortune-Büchern, dann nochmal mehr Collectibles bekommt, beziehungsweise Presents bekommt, mit denen ihr dann erstmal auf jeden Fall mehr Gems pro Stunde macht als 300.000 Gems oder diese 80.000 Gems, die ihr extra bekommen würdet, wenn ihr die Bücher reinwerft. Ich würdet ihr dann anstelle von 300.000, 340.000 Gems pro Stunde 800.000 bis über 1 Million Gems machen. Und das lohnt sich natürlich mehr. Was ihr danach machen wollt, ist erstmal zu euren Tränken zu gehen und erstmal am besten die Wine Damage und Treasure Hunter Potions reinwerfen. Ich habe leider keine davon. Ich habe noch eine Treasure Hunter Divine Potion aktiv, aber an sich habe ich leider keine momentan. Aber es geht tatsächlich auch ziemlich klar, wenn ihr einfach eure besten Potions benutzt. Es muss halt wirklich nicht Divine sein. Es wäre halt besser, wenn es Divine ist. Das heißt, ihr solltet erstmal eine Damage Potion hier aktivieren, eine Treasure Hunter Potion und eine Diamonds Potion. Warum die Diamonds Potion? Weil ihr dann trotzdem einfach ein paar extra Gems bekommt. Jetzt nicht viele, ich glaube aber so 20.000 Gems pro Stunde solltet ihr mindestens dazu bekommen. Vielleicht sogar 40.000 Gems. Wir haben gerade übrigens einen großen
Plus Weihnachtsgeschenk einfach so random gedroppt bekommt. Deswegen ist die Methode auch so gut. Ihr bekommt halt wortwörtlich durch Random Drops. Und vor allem, wenn ihr Chess Mimic habt, kriegt ihr sogar noch mehr. Aber ihr kriegt allein durch Random Drops ziemlich viele Geschenke. Sobald ihr dann erstmal eure Getränke getrunken habt, wollt ihr natürlich auch erstmal alle eure Boosts aktivieren. Das heißt, alle Früchte, alle Spielzeuge, alle Christmas-Extra-Boosts, was weiß ich nicht noch alles. Und vor allem, weil Rang 12 rausgekommen ist, könnt ihr dann sogar nebenbei erstmal, wenn dessen ihr hier eure Presents farmt, nebenbei nochmal Quests machen. Ich habe ja auch zum Beispiel hier Breche 5 Münzgläser, was ziemlich easy ist. Und das halt, weil die Belohnungen auch noch was bringen, ne? Die bringen euch jetzt nicht so viele Presents, aber die bringen euch schon ein paar Divine-Tränke, wie zum Beispiel jetzt hier Divine Lucky Eggs, da sogar eine Treasure Hunter exotische Potion, den Charmstone, sogar hier ein glückliche Eier, Level 6er Buch. Also es lohnt sich auf jeden Fall erstmal, die Ränge durchzufarmen. Vor allem, weil ihr auch erstmal mehr Pet-Equip-Slots und mehr Pet-Hedge-Slots bekommen könnt. Und ich meine, Basic-Coin-Jars kann man sowieso die ganze Zeit platzieren. Eine Sache, die ich euch sogar empfehlen würde, wäre, auch euer TNT zu benutzen, weil TNT kriegt ihr mehr als genug, wenn ihr so weit seid wie ich. Da lohnt es sich wirklich nicht mal, TNTs zu sparen, weil allein durch diesen Pass hier kriegt ihr dort 12, dort nochmal 15 und so weiter und so weiter. Ich meine, ich habe jetzt über 100 TNT-Crates. Was will ich damit? Irgendwie 200 TNTs sind normal. Was will ich damit? Deswegen benutze ich die auch erstmal hier, um erstmal nochmal schneller Collectibles abzubauen, damit ich auch erstmal schneller mehr Presents bekomme. Müsst ihr aber nicht. Ganz wichtig. Würde sich auf jeden Fall lohnen, aber an sich braucht ihr das nicht. Vor allem braucht ihr das nicht, wenn ihr mit mehreren Leuten gleichzeitig farmt. Ich farm ja hier gerade, glaube ich, zu zweit. Weswegen es sich tatsächlich für mich lohnt, die TNTs auch zu benutzen. Aber wenn die Collectibles schnell genug weggehen, dann braucht ihr das auch nicht. Und das war die beste Methode. Natürlich könnt ihr auch erstmal hier eine Fortune Flag reinwerfen für mehr Gems. Würde ich aber nicht empfehlen. Ich würde tatsächlich Hasty Flag empfehlen. Auch wenn die nicht so krass ist. Hasty Flag ist aber trotzdem, glaube ich, besser als Fortune Flag oder halt eine Diamonds Flag. Weil ihr kriegt halt eh sowieso genug Diamonds. Also so ist jetzt auch nicht. Ihr kriegt halt auch wirklich ohne irgendwelche Diamonds, vielleicht nur mit einem Trank und halt natürlich der Orange und der Rainbow Frucht, kriegt ihr alleine schon über 200.000 Gems pro Stunde. Währenddessen ja ich erstmal pro Stunde nochmal ein Titanic Present erfarmt. Deswegen würde ich tatsächlich sogar, wenn ihr Flaggen platziert, eher auf die Hasty Flag gehen. Und dann, wie gesagt, würde ich auch erstmal an eurer Stelle nicht vergessen, jede Stunde den Center Pause abzuklappern, weil es kann natürlich erstmal sein, dass ihr durch den ein Huge Pet bekommt oder halt natürlich trotzdem erstmal gut Presents durch den bekommt. Traveling Merchant solltet ihr auch nicht vergessen, weil damit könnt ihr auch, wenn ihr Glück habt, richtig viele Gems machen. Das ist ja mein Trading Merchant. Und wenn ich jetzt erstmal Glück habe, werde ich dort erstmal die goldene Angel bekommen und ich kriege eine Fortune Flag. Weißt du was? Die kaufe ich sogar leer. 400 pro Fortune Flag kann man machen. Weil vielleicht gibt es ja in Zukunft erstmal eine weitere Methode, um Gems zu erfarmen. Dann werden auf jeden Fall die Fortune Flags extrem helfen. Ne, aber auch die Merchants solltet ihr immer abklappern. Die schlechten Enchant-Dinger braucht ihr nicht abklappern, weil ihr kriegt tatsächlich durch die Best Area mehr als genug schlechte Tränke oder schlechte Enchants. Aber was ihr auf jeden Fall machen solltet, ist erstmal die Merchants hier abklappern. Die sind jetzt noch nicht bei mir neu gespawnt, aber die solltet ihr auch erstmal abklappern, weil da auch Sachen drin sind. Jetzt keine Presents, aber trotzdem sind da Sachen drin, die euch auf jeden Fall weiterhelfen werden. Genauso wie die Daycare. 106k Gems durch die Daycare. Was habe ich in die Daycare reingewerfen? Zwar schon starke Pets, bin ich ehrlich, aber jetzt auch nicht die krassesten Pets. Da zwei Snowflake Dominusse, zwei Train Conductor, Dogs und dann erstmal 6 Teddybären. Und da bekomme ich auch schon 32.000 Gems im Durchschnitt oder mindestens. Bin ich mir nicht sicher, was das bedeutet, aber auf jeden Fall mehr als genug Gems und wenn ich halt Glück habe, sogar noch stärkere Sachen. Aber dann habt ihr es gesehen. Ich habe gerade eben einfach so 100k Gems durch die Daycare gemacht. Und das letzte extra, was ihr noch machen könnt, um erstmal gut Presents zu bekommen, ist erstmal immer den Chest Rush mitnehmen. Das wollt ihr nicht nur machen, um erstmal das Huge Feuerpferd zu bekommen, sondern tatsächlich auch für die Presents. Denn ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber durch den Chest Rush kriegt man ziemlich gut Presents. Und nicht nur Presents, sondern auch generell Collectibles. Ich zum Beispiel kriege gerade eben nur Bücher leider. Aber man kriegt tatsächlich ziemlich oft dort auch X große Presents oder halt Charmstones. Ich habe durch den Chest Rush seit dem ersten Update, also seit dem ersten Winter-Update, schon 3 oder 4 Charmstones einfach so bekommen. Deswegen, man kriegt tatsächlich ziemlich gut Items durch den Chest Rush. Deswegen würde ich auch generell den empfehlen, immer zu machen, falls ihr könnt. Den kann man immer alle 2 Stunden machen. Und den würde ich an eurer Stelle erstmal alle 2 Stunden abklappern. Vor allem, weil ihr eine ziemlich hohe Chance auf ein Huge Pet habt in der letzten Area. Ich glaube, die Chance wäre irgendwie 0,00001 oder sowas. Und das ist auf jeden Fall hoch tatsächlich, dafür, dass es so viele Collectibles hier zum Abbauen gibt. Und dadurch, dass ihr mit so vielen Pets, also ihr glaubt ab Rang 6 und 50 Pet Equip Slots, echt einfach durch die Areas hier kommt, beziehungsweise durch den Chest Rush kommt. Deswegen, Leute, vergesst auch nicht, den Chest Rush immer zu machen. Okay, der Chest Rush ist gleich erstmal vorbei. Ich hatte jetzt nicht so viel Glück. Natürlich habe ich mittlere Geschenke bekommen, aber leider keine Legendaries. Ich habe aber auch erstmal einen Gift bekommen, beziehungsweise so ein Gift Bag hier bekommen. Ist es aber auch nicht so das Krasseste. Aber trotzdem ziemlich stabil. Aber wenn ihr diese 4 Sachen erstmal macht, also Chest Rush alle 2 Stunden, Center Pause jede Stunde abklappern, die Adventskalender-Quest jeden Tag um 18 Uhr machen und erstmal in der letzten
ersten Area mit den gesamten Sachen, die ich erzählt habe, durchfarmt, werdet ihr früher oder später erstmal euren ersten Titanic-Gift bekommen. Wahrscheinlich sogar früher. Vor allem, wenn ihr Gingerbread-Häuser bekommt, weil durch die kriegt man teilweise wirklich einfach so Titanic-Gifts. Plus nochmal dazu x große Geschenke. Habe ich schon oft genug gesehen. Auf jeden Fall aber habt ihr dann erstmal hier eure Titanic-Gifts. Die könnt ihr dann entweder öffnen oder natürlich in der Trading Plaza, was ich eher empfehlen würde, verkaufen. Nämlich gibt es dafür mehrere Methoden. Ihr könnt einmal erstmal in die Trading Plaza in der dritten Area reinlaufen und dort dann erstmal einfach eure Titanic Present für 500.000 Gems in der Booth anbieten. Das Problem ist aber, das wird schwieriger sein zu verkaufen, also wird halt zeitintensiver sein zu verkaufen. Bin ich ehrlich, natürlich könnt ihr auch erstmal zwei für 1 Million kaufen, aber wir packen einfach mal einzeln die für 500k rein. Bzw. wir packen einfach einen rein und den anderen werden wir erstmal probieren in der Auktion erstmal für einfach mal einen Gem reinzuwerfen. Natürlich könnt ihr auch erstmal mehr Gems verlangen, aber wir probieren das einfach mal. Das Problem bei der Auktion ist erstmal, ihr verkauft für ungefähr den gleichen Preis wie bei der Booth. Plus noch dazu zahlt ihr 1% von euren Gewinnen, was bei 500.000 halt 5.000 Gems wären, an Preston. Beziehungsweise, die werden einfach von euch abgezogen. Und das ist natürlich nicht so der Burner, bin ich ehrlich. Da ist wirklich die Booth halt besser, aber die Booth dauert halt einfach viel länger. Außerdem, was ist bitte mit den Exclusive-Pet-Preisen passiert? 320k für dieses Exclusive-Pet, das ist doch insane. Das war doch von 150k Maximum wert. Und auf jeden Fall kriegen wir jetzt schon mal 400k. Ist stabil. Ich hoffe aber, Leute werden erstmal mehr bieten als 400k. Weil wenn da nur 400k sind, dann bin ich schon ein bisschen traurig. Kann man überleben. 400k sind jetzt auch vernünftig, aber ich wollte eigentlich 500k. Ja, okay, 404k. Komm, macht mehr, macht mehr. Und da wurde er erstmal verkauft für 490.000 Gems. Geht tatsächlich sogar ziemlich klar. Das heißt, ich habe durch dieses Titanic 485.000 Gems ungefähr gemacht. Lohnt sich tatsächlich sogar trotzdem. Weil die Preise werden natürlich, desto mehr Titanic Gifts durch die neuen Methoden gefarmt werden, auch weiter droppen. Und da wurde sogar das 500.000er aus der Booth gekauft. Okay, tatsächlich ziemlich wild. Aber was ist bitte aus den Exclusive Pets geworden? Ich wollte mir die nicht am Update-Tag kaufen, weil ich dachte, oh ja, die werden eh kaum an Wert gewinnen, weil das so bisher bei den Exclusive Pets aus irgendeinem Grund waren. Aber diesmal sind die tatsächlich nachgezogen. Exclusive Pets, die halt 60 bis 80k Gems gekostet haben, kosten jetzt hier, zum Beispiel der Cosmic Axolotl, 115k Gems. Das heißt, es ist tatsächlich wieder profitabel, wenn man sich einfach Exclusive Pets kauft. Was ich glaube ich auch erstmal mit meinen 2 Millionen Gems machen werde. Ich glaube, ich werde wirklich von denen erstmal Exclusive Pets kaufen. Wie zum Beispiel den Nightmare Spirit, halt für so ungefähr 100k Gems. Werde ich glaube ich sogar wirklich machen. Weil die werden ja sowieso nur an Wert gewinnen. Zwar natürlich nicht so sehr wie ein Huge Pet, aber Huge Pets, wenn wir in die Trading Plaza gehen, seht ihr, dass sie extrem teuer geworden sind in der Protein Plaza. Aber wenn ihr erstmal das so macht, wie ich jetzt es gemacht habe, werdet ihr trotzdem nach spätestens einer Nacht farmen, 1 oder 2 Huge Pets euch erkaufen können. Denn wenn wir in die Protein Plaza gehen, werden wir sehen, dass da Huge Pets verkauft werden. Wie zum Beispiel hier 5 Millionen Gems fast. Sogar mit einem Diamond und Bonus-Charm. Und der ist sogar Gold, der Jolly Penguin. Also das wäre sogar ein gutes Angebot. 5 Millionen Gems für den, das wäre sogar ein gutes Angebot. Oder auch hier Huge Happy Rock normal für 3,25 Millionen Gems. Das heißt, im Großen und Ganzen würde es sich doch nicht lohnen, Exclusive Pets zu kaufen. Sich zwar schon, die werden sowieso an Wert gewinnen, aber die Exclusive Pets sind viel mehr gestiegen als die Huge Pets tatsächlich. Ich hätte es wirklich erwartet, dass die Huge Pets mittlerweile jetzt 4 Millionen kosten pro halt schlechtem Huge Pet und pro halt gutem oder vernünftigen. So 5 bis 6 Millionen Gems hätte ich jetzt gerechnet, aber nee, die sind ja viel billiger als ich dachte. Das heißt, ihr kriegt ziemlich sicher pro Nacht 3 Huge Pets. Das sind die Titanic Presents, die ihr für Gems verkaufen könnt, damit ihr euch erstmal 3 Huge Pets kaufen könnt. Ist tatsächlich ziemlich nice. Hätte ich wirklich nicht gedacht, bin ich ehrlich. Und wenn ihr anscheinend sogar über die Booth kauft, werdet ihr sogar für unter 3 Millionen Gems teilweise welche finden. Was auf jeden Fall ultra nice ist. Obwohl, Leute, ich habe gerade hier wortwörtlich eine Person gesehen, die ihre Titanic Gift für 635k verkauft hat. Da hier zum Beispiel. Und die wurden weggekauft wie nichts. Da seht ihr zum Beispiel, gerade eben wurde wieder das hier gekauft. Das bedeutet, ihr könnt sogar mehr als 500k verlangen für eure Titanic Gift. Das heißt, ich habe die wortwörtlich für zu billig verkauft. Ich würde euch dann aber erstmal empfehlen, dass ihr lieber in einen Pro-Training Plus als in einen normalen reingeht. Weil ich war in einem normalen und ich glaube, dort werden die tatsächlich für billiger verkauft als in der Pro Trading Plaza. Schaut euch dann nochmal dieses Video und natürlich meine Pets unter 99 Playlist an.